Ja, meine lieben Anno-Freunde, willkommen im Land der Löwen. Ich hoffe, ihr habt die Expedition hierher ganz easy überstanden und fangt jetzt auch an, hier eine Stadt zu gründen. Und ich weiß, dass ganz viele jetzt schon drauf scharf sind und wissen wollen, Roland, wie sieht's aus? Was hast du schon rausgefunden? Mit welchen Layouts arbeitest du denn so? Ja, das Einzige, was ich bis jetzt empfehlen kann, ist mein Quadrat wieder. Ist aber noch nicht ganz fertig. Ich arbeite noch dran. Wir brauchen eine Wasserverbindung, auf jeden Fall für die Feuerwehren. Die stehen erstmal innen. Braucht ihr euch nicht zu merken, ist Quark. Die kommen nach außen, definitiv. Das weiß ich noch nicht, wo ich die hinstelle. Wahrscheinlich rechts und links. Dann ist ganz wichtig, dass wir das mit Items hier alles wieder zuprassen können. Handelskammer, Hafenmeisterei, Rathaus. Rathaus kommt hier auf jeden Fall noch in die Mitte. Ich habe gerade bloß noch nicht die Ältesten dafür. Ich wollte jetzt nur mal schon mal ein Vorneweg-Video machen, damit ihr schon mal euch darauf einstellen könnt und freuen könnt, was jetzt hier alles noch passiert. Ich bin gerade dabei rauszufinden, wie viel geht wieder in die Handelskammer rein oder in dem Umkreis vielmehr. Wichtig wird Flachs sein. Deswegen gucke ich bei der Bewässerung, auch ganz heißes Thema, platzsparend muss es sein und möglichst kompakt und easy. Deswegen bin ich gerade am Schauen. 8 ist die maximale Breite. Und ich muss gucken, wie ich jetzt hier am besten einen glatten Abschluss hinkriege, so dass das hier ein wunderbares Quadrat wird. Man kann ja bestimmte Items nicht nutzen. Ich bin noch am Ausprobieren. Ich will jetzt auch nicht mit euch jedes einzelne Item durchgehen, ob es funktioniert oder nicht. Da steht zwar dran, Nutzpflanzen für die alte Welt, kann aber trotzdem funktionieren. Phosphatdünger habe ich noch nicht ausprobiert, steht aber Nutzpflanzen dran. Sollte funktionieren. Deswegen gucke ich, wie sich das am besten verhält und wie man das am besten bauen kann. Holz auf jeden Fall da hinten irgendwo in die Ecke packen. Erstmal weit weg, das funktioniert auch so. Dann ist also eigentlich strategisch gesehen wäre die Stadt hier Quark, weil hier drüben ist kein Wasser und bis jetzt brauche ich nicht großartig viel Wasser. Kann sich aber noch ändern, ich weiß nicht, ob noch ein Badehaus kommt, soweit bin ich auch noch nicht. Deswegen habe ich es erstmal so hingestellt und sobald sich was ändert und ich hier wirklich was kompakt fertig habe, kommt was. Garantiere ich euch, ich will es, wenn dann, perfekt haben. Es gibt hier ganz viele neue Items zu holen, auch für die Bewässerungsanlage. Wichtig natürlich wieder der Doppelbuff, beziehungsweise da, wo zwei Anlegestellen sind oder Wassergrundstücke, gucken, dass man da auf jeden Fall eine Handelskammer hinkriegt, etwa hier. Ich glaube, das reicht nicht ganz, aber das muss, also hier muss, wer es gut machen will, da kommt auf jeden Fall eine Handelskammer hin. Machen wir es einfach. Da kommt eine Handelskammer hin. Das zählt natürlich auch für alle anderen Inseln. Überall, wo Wasser ist, kann man das nachher buffen, dass man hier mehr bekommt. Ja, natürlich haben sie noch viele neue Features eingeführt. Mein persönliches Highlight ist, dass man jetzt hier, wenn man wieder irgendwo rüberfahren, sich hier die Stadt aussuchen kann. Das ist für mich super hilfreich, anstatt hier jedes Mal auszuwählen. Wenn man jetzt Legendäre wieder bekommt, beziehungsweise hier an seinem Besucherhafen Leute bekommt, dass die sofort angezeigt wird. Du musst nur noch klicken. Auch ganz toll, kann ich noch zeigen. Hat es vielleicht noch nicht jeder gesehen. Hier, Weltausstellung. Man kann jetzt auswählen. Oh, ist das geil. Ich kann jetzt sagen, ich will den Easy haben oder ich will das Beste haben. Einfach geil. Gut gemacht. Weil manchmal hat man eben die seltenen Items nicht und die möchte man gerne, weil die bestimmte Effekte haben und deswegen ist das schön. Also und, man hat hier nicht mal alles so ein bisschen überarbeitet, damit man sagen kann, es ist alles neu. Aber so ein paar Features sind schon echt toll. Gut. Noch ein kleiner Hinweis von mir. Dann reicht's auch erstmal, dann freut euch auf morgen. Es muss nicht alles mit Wasser verlegt sein. Bei Farben ist das anders, aber hier, wenn man es sieht, hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 Felder, die nicht mit Wasser bewirtschaftet sind. Oder, warte mal, die sind sogar. Ich brauche nur 6 Felder. Von eigentlich, also knapp ein bisschen mehr als ein Drittel, um ja, diese Weide zu versorgen. Also müsst ihr nicht alles unter Wasser stellen. Das ist besonders wichtig nachher später für bestimmte Layouts. Ich arbeite noch dran. Hier zum Beispiel ist es genauso, man sieht es nicht. Aber die Größe von 8 ist überschritten. Warte mal, bleiben wir bei der Handsitzkammer. Das heißt, hier in der Mitte sind exakt 3 Felder frei. Ja, 2. Ein Zweierstrich und da habe ich dann einfach die Farmgebäude raufgestellt. Die brauchen kein Wasser. Und dann hat sie's. Also ist erstmal so meine ersten Testvarianten, wie es funktioniert. Ja, den Rest muss ich euch nicht erklären.
Ne, lesen könnt ihr alle und ich finde immer so eine Easy-Tutorial zu, ja, das ist dann für die Kinder ganz nett, aber wir machen hier nur das, was wichtig ist und ja, das, was nachher interessant wird, ist, wie kriege ich diese Fläche hier optimal genutzt? Und da müsst ihr mir noch bis morgen Zeit geben. Und dann habe ich auch was für euch. Also, bis dann, euer Roland.